Lasst gerne ein Like da, kommentiert oder abonniert unseren Kanal. Vielen Dank! Hey und herzlich willkommen bei In the Wild. Wir melden uns nach einer zweiwöchigen Pause bei euch zurück und zeigen euch heute ein Video aus dem Spätsommer bzw. Frühherbst und gehen mit euch auf Pilzesuche. Streifzug durch den Wald haben wir gar nicht so viele Pilze gefunden, aber immerhin gab es ein paar Birkenpilze, Rotkappen und Pfifferlinge, die wir sammeln konnten. Seht ihr nochmal unsere kleine, aber feine Ausbeute, nur original mit der Schwedenfahne im Hintergrund. Ja, da die Ausbeute ja nicht ganz so riesig war bei den Pilzen, haben wir uns überlegt, was wir damit machen und haben uns dazu entschieden, die Pilze einfach zu trocknen. Und haben sie dann auf unser Trockenregal gelegt und wir hatten euch ja, glaube ich, schon bei den Blaubeeren versprochen, euch zu zeigen, wie das so funktioniert mit dem Trockenregal bauen. Und jetzt lassen wir den Versprechen auch Taten folgen und zeigen euch kommende Woche Donnerstag, wie man ein tolles Trockenregal baut, das man dann nutzen kann für Pilze, Beeren und alles mögliche andere. Pilze haben ja enorm viel Wasser und nach dem Trocknen, wenn sie dann fertig sind, sehen sie dann tatsächlich so aus. Wir freuen uns sehr über ein Like von euch. Natürlich könnt ihr wie immer auch kommentieren und unseren Kanal abonnieren. Dann macht's gut, bleibt gesund und passt auf euch auf. Eure Jay und Lynn von In the Wild.